wieder so ein Ball auf Verdacht. Wieder ist es Conte und wieder hat er die Riesenchance. Das darf doch nicht wahr sein. Mit dem Kopf hat er den geklärt. Kein Witz. Mit dem Kopf Marco Hiller. Und mit diesem klasse Ball auf Garcia. Kein Abseits. Garcia mit der Chance zur Führung. Garcia abgedrängt von Richards. Der da mehr Power mitbringt in diesem Sprint. Woodson stark gemacht auf Opoku. Woodson mit dem Tunnel. Opoku mit Auge. Und Verhoek eiskalt. Da kommt Bure. Tom Bure. Schulz in die Hus. Wahnsinnstart. Ganz wichtig. Und dann zuckt die linke Hand von Schulz und Nios raus in Richtung Ball. Klasse gespielt, das ab, ab, vorbei. Aber da war noch ein Chemnitzer Bein mit dazwischen. Das kann man mal so Schmuck lösen, aber da ist der Torschütze, glaube ich, noch entscheidend mit dran. Hoheneder, ja, dann noch mit dem linken Schienbein dem Ball eine entscheidende Richtung mitgibt. Wilanski in den Lauf gespielt und das ist das Tor für Eintracht Braunschweig. Kobylanski mit diesem Pass und dann noch einmal der feine Pass von Marcel Bär zur Mitte. Konter, Engin, Chance de May, Ball ist abgefälscht und Riesendusel. Königsmann lenkt den von Konrad abgefälschten Ball gerade noch an die Latte. Coeto. Wahnsinn, Lukas Coeto, ganz stark. Königs ist mitgelaufen. Sieht er den? Sieht er den? Erreicht er den? Königs! Lukas Coeto mit Tempo, mit Geschwindigkeit und vor allem mit Elan. Sieht er an? Und hat dann das Auge für Marco Königs. Ganz starkes Doppelpassspiel. Handel, wunderbares Timing und ein Traumtor für Viktoria Köln. Handel und Bunyaku haben es perfekt rauskombiniert. War das ein Zaubertor. Dieses Doppelpassspiel hinten raus, das war großartig. Und da ist der Versuch und der Treffer. Florian Egerer mit einem richtig guten Abschluss. Da gab es nicht viel zu parieren für Joe Gomes.